Die Damen sind an der Reihe. Wir kommen zur Frauenfigur Klasse 2. Das sind all jene Athletinnen, die bis zu 1,63 Meter groß sind. Wer wird Weltmeisterin dieser Klasse 97? In dieser Klasse geht es um die perfekte Figur mit leichten Muskelansätzen, um eine sehr starke feminine Ausstrahlung. Zu viel an Muskelmasse wäre hier auf jeden Fall negativ. Die Figur und Fitnessklassen, die sich ja sehr stark entwickelt haben in den letzten Jahren. Der NABBA-Präsident Klaus Hoffmann ist ja der Vorreiter gewesen und andere Verbände ziehen inzwischen nach. Und bei den Physikklassen, dazu später noch ein paar Worte mehr, da ist eine Tendenz andersherum zu verzeichnen. Da lässt das Interesse auch bei internationalen Wettbewerben doch weiter nach. Auch bei den Frauen wird in drei Klassen gewertet, in drei Runden. Zunächst auch hier die Symmetrie- und Harmonierunde. Dann der Kürvertrag und die Pflichtposen, allerdings ohne den Latissimus von vorn und von hinten. Wir sehen gleich die Finalistinnen. Mit dabei auch Claudia Machmor aus Deutschland. Doch wir beginnen mit Paula McCready aus Großbritannien. Die 38-Jährige ist Miss Schottland 96, lebt in England. Ein internationaler Titel fehlt ihr noch. Auf diesen hoffte sie natürlich bei den 29. Weltmeisterschaften der NABBA in Athen. Yvonne Kelly aus Schottland. Miss Schottland 97. Rang 3 belegte sie bei den Europameisterschaften die Woche zuvor. Die feminine Ausstrahlung hatte ich angesprochen und da liegt es natürlich in der Hand einer jeden Athletin, die Choreografie so zu wählen, dass man viel Weiblichkeit rüberbringen kann von der Bühne zum Publikum. Dies ist die zweimalige belgische Meisterin Marie-Rosé Marchetta. 26 Jahre ist sie alt. Ist auch in der glücklichen Lage, ein eigenes Fitnessstudio zu haben. Und entsprechend kann sie sich sicherlich die Trainingszeiten gut einteilen. Tagtägliches Training. Zwischendurch natürlich auch die entsprechenden Ruhephasen und Ruhetage. Trainingsreize. Aber dann natürlich auch wieder die Pausen zwischendurch. Edita Daubaraite, die wir schon des Öfteren gesehen haben hier bei Eurosport. Sie kommt aus Litauen, ist Studentin und war auch schon nationale Fitnessmeisterin. Fünfte beim 11. Wettbewerb Miss World Fitness in Essen. Sie hat sicherlich noch ihre Karriere vor sich, aber ist schon mit einer Anwärterin auf den WM-Titel. Benedetta Pomati, sie ist die amtierende Europameisterin. Nicht dabei ist übrigens die Vize-Europameisterin Thomasine Catalano aus Frankreich. Auch sie ist noch blutjung, 22 Jahre alt, ist die italienische Meisterin. Also auch ihr fehlt jetzt nur noch der krönende WM-Titel. Eine weitere Top-Favoritin, Pina Theodorides aus Australien. Die 30-jährige Bankangestellte ist Miss Australia 96. Sie ist die Titelverteidigerin. Dazu Miss Universe der Figurklasse 96.
Auch sie wählt sich ihre Wettbewerbe ganz gezielt aus. Und es war von vornherein klar, es wird schwer werden, sie zu schlagen. Vivi Kakatsida kommt aus Griechenland, ist die griechische Meisterin, war nicht bei den Europameisterschaften. Kraft- und Ausdauersport, dies sind ihre Hobbys und sie hat es schon sehr weit gebracht auf internationaler Ebene. Claudia Machmoor aus Deutschland, der Shootingstar der Szene, hat einen eigenen Fankreis, der immer größer wird. Ihr wird eine große, tolle Zukunft bescheinigt. Viele sind der Meinung, sie wird eines Tages alle Titel einmal gewonnen haben. Ist die deutsche Meisterin. Platz 6 belegte sie bei der Wahl zur Miss World Fitness. Sehr sportlich, fährt viel Rad. Bergsteigen gehört mit zu den Hobbys. Am 17. September berichten wir ab 23 Uhr von der Fitness-Figur-WM aus Linz. Und da wird man auch Claudia Machmoor sicherlich wiedersehen können. Sie trainiert seit 4 Jahren gezielt für diese Wettbewerbe auf höchster Ebene. Und sie wird stärker von Jahr zu Jahr. Terry Roberts, eine weitere starke Australierin. Pina Theodorides sahen wir bereits, die Miss Australia 96. Terry Roberts ist Miss Australia 97. Auch sie hat ein breites Trainingsprogramm. Radfahren, Schwimmen, Mountainbiking. Alles, was mit Sport zu tun hat, ist von Interesse für die 38-Jährige vom Land Down Under. Wir kommen zur italienischen Meisterin, zu Chiara Cagliaro. Europameisterin wurde sie 96. Bei den letzten Weltmeisterschaften belegte sie Platz 3. Bei der Wahl zur Miss Universe ebenfalls den 3. Rang. Nicht die Muskulosität ist hier gefragt, sondern die perfekte Figur. Chiara Cagliaro mit einem Aushängeschild dieser Figurklasse. Brigitte Crépieux aus Frankreich. Sie belegte Platz 2 bei der Wahl zur Miss Universe. Ist die französische Meisterin. Belegte bei Miss World Grand Prix in Essen Platz 3 im vergangenen Jahr. Auch sie ist eine sehr sportliche, elegante Dame, ist bei Motorbootrennen schon gesichtet worden, fährt Wasserski. Weitere 2 Athletinnen werden wir zu sehen bekommen. Zunächst Maria Yannara aus Griechenland. Sie ist die griechische Meisterin des Jahres 96. Arbeitet als Fitnesstrainerin. Hat also quasi Beruf und Hobby vereint. Wobei man schon fast sagen kann, dass sie das Bodybuilding halbprofessionell betreibt. So intensiv, so trainingsintensiv ist dieser Sport geworden auf dieser obersten Ebene. Und zum Abschluss Ines Vogel.
Zweimal war sie Miss World Fitness Aerobic. Besticht immer durch einen sehr, sehr guten Kurvertrag, ein exzellentes Posing. Sie zeichnet sich aus durch ihr großes Temperament, kaum zu zügeln, auch bei ihrer Kurzkür. Ines Vogel. Willkommen zur Siegerehrung. Claudia Machmor auf Platz 4 vor Terry Roberts und Yvonne Kelly, der Australierin und der schottischen Meisterin. Auf Platz 3 schließlich die Italienerin Chiara Cagliaro. Brigitte Crepieux aus Frankreich wird Zweite und Pina Theodorides gewinnt den WM-Titel 97. Brigitte Crepieux. Ein weiterer großer Titel für die 34-Jährige. Aber die Beste war Pina Theodorides. Die Weltmeisterin von 96 verteidigt ihren Titel und ist wieder die Nummer 1. Auch in Athen. Aber auch die Konkurrenz ist hier in dieser Klasse enger zusammengerückt. Es gibt viele sehr talentierte junge Athletinnen. Und es wird sicherlich nicht leicht sein, den Titel ein weiteres Mal im kommenden Jahr zu verteidigen. Von der Figurklasse 2, der Damen, kommen wir gleich zu den Junioren. Vorher machen wir noch einmal etwas Werbung.